Gut, dann komme ich zum Fazit. Wir sind gestartet mit dieser eigentlich recht einfachen Frage, wer denn überhaupt noch Zeitungen liest. Und da habe ich Ihnen gezeigt, Zeitungen, gedruckte Zeitungen werden viel weniger gelesen, viel weniger als früher gelesen. Ich habe Ihnen mal auch gezeigt, die größte Veränderung betrifft das lineare Fernsehen. Also ältere Leute, noch viel jüngere, fast gar nicht. Und diese Frage nach den Medien, welche Medienkanäle wir jetzt nutzen, da steckt eine größere Frage dahinter, nämlich die Frage, wie die Medienarena generell funktioniert, von wem sie geprägt wird. Und da können wir eindeutig feststellen, dass auch die Schweizer Medienarena mitten in dieser digitalen Transformation steht und dass sie dabei von den großen Tech-Plattformen geprägt wird. Und der Einfluss dieser Plattformen und die veränderte Mediennutzung, die damit eben einhergeht, die verschlechtern die Finanzierungsgrundlage des Journalismus. Aus Spargründen nimmt dann die inhaltliche Medienkonzentration zu. Und diejenigen Medien, die noch verblieben sind, dort ist das noch die positive Botschaft, dass sie immer noch eine relativ gute Qualität anbieten. Und aus all dem folgt, also so meine ich, so meinen das unsere, die Kolleginnen und Kollegen am Institut, dass der Journalismus gestärkt werden sollte. Eben wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, wir alle sind Kinder der Aufklärung, wir haben Interesse an einer funktionierenden Öffentlichkeit. Journalismus kann das leisten, muss das leisten und in dem Maße, in dem die Infrastruktur sich verschlechtert, muss diese Infrastruktur eben wieder gestärkt werden, weil davon profitieren Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.